Sebastian Seidel ist ein Modellathlet. Der 30-Jährige gehört zum Favoritenkreis bei den Olympischen Spielen in Japan. Und das, obwohl er in der Vorbereitung bei der Weltmeisterschaft im Juni gegen den Weltranglisten-Ersten Manuel Lombardo aus Italien unterlag. Er war am Rande der Niederlage. Also es heißt für mich wiederum, dass ich dort jeden schlagen kann, dass ich bei den Olympischen Spielen jeden schlagen kann. Und genau mit der Einstellung fahre ich da auch hin. Seine erste Teilnahme an Olympischen Spielen ist für Sebastian Seidel eine dunkle Erinnerung. 2016 in Rio war für ihn nach 126 Sekunden der Kampf verloren und das Turnier beendet. Die Niederlage 2016 bei den Spielen, die war lang zu spüren bei mir. Also ich habe sehr, sehr hart damit zu kämpfen gehabt. Es ist aber auch einfach ein Gefühl, das man keinem wünscht. Im Frühjahr wurde bei Sebastian eine Corona-Infektion festgestellt. Es folgten 8 Wochen Zwangspause und eine Einzelvorbereitung auf der Skisprungschanzenanlage in Garmisch-Partenkirchen. Alles für die Olympischen Spiele in Tokio, die so ganz anders werden. Aber dennoch ist es das größte Turnier, das es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und das größte Sportevent. Und ja, wer da nicht mit voller Euphorie und Motivation hinfährt, der kann gleich zu Hause bleiben. Seit 1999 spielt sich das Leben des Münchners auf der Judomatte ab. Noch vor den Sommerspielen hat er am 12. Juli Geburtstag und macht sich Zukunftsgedanken. Es ist meine Leidenschaft, meine Liebe. Ja. Es macht mir einfach Spaß. Und es ist auch in gewisser Weise mein ganzes Leben. Und wenn ich vielleicht meine Ziele erreichen kann, dann kann man schon über ein Ende der Karriere nachdenken. Klar, warum nicht? Deutscher Meister ist Sebastian Seidel mehrfach geworden. Zweimal gewann er mit dem Team WM-Bronze und wurde Dritter im Einzel bei den Europaspielen. Am 25. Juli bestreitet er seinen Auftaktkampf in Tokio. Es ist noch einmal, vielleicht zum letzten Mal, die Chance, um eine olympische Medaille mitzukämpfen.